Liebe Freunde der CDU Alschosa, ich darf euch recht herzlich begrüßen zu unserem neuesten Videoclip CDU Alschosen informiert. Wie ihr unschwer erkennen könnt, befinden wir uns hier in der neuen Bank, im neuen Volksbankgebäude in der Hinterburgstraße in Alschosa. Neben mir darf ich den Bankvorstand Franz Schmid begrüßen. Und es freut mich auch, dass er sich die Zeit jetzt nimmt, um mit mir ein paar Fragen und Antworten natürlich dann durchzugehen. Zu dem Gebäude, zum Haus. Jetzt fangen wir einfach gleich an. Nach dreijähriger Bauzeit ist das stattliche Gebäude in der Ortsmitte jetzt beinahe fertiggestellt. Die Außenanlage wurde gerade noch fertig gemacht, Parkplätze und so weiter. Und jetzt sieht man ja auch von außen schon und auch von innen sehr viel Holz. Das heißt, das Thema Nachhaltigkeit hat bei dem Bau eine Rolle gespielt. Was ist das Besondere an dem Haus? Also es ist einiger der wenigen Holzhybridhäuser, wie man so schön sagt, hier in der Region, also das nächste steht in Biberach. Holzhybridhaus muss man sich vorstellen, eine Mischung zwischen Holz und Beton. Betonkeller sind die Decke, sind die Pfeiler zwischen den Decken und dann ist die Außenfassade mit Holz gemacht worden und auch das oberste Stockwerk ist komplett mit Holz gemacht worden, habe CO2-Einsparung. Und im Thema Betonbau habe zwar graue Energie gebunden, aber wenn nach 50, 60 Jahren der Lebenszyklus von dem Gebäude mal wieder revitalisiert worden muss, nimmt man das Holz weg, hat dann zwei Decken mit Pfeiler drin und kann dann entsprechend weiterbauen. Somit sind wir da höchst flexibel und kann da somit mehrere Lebenszyklus von dem Gebäude dann weiter begleiten, ohne dass man den Beton abbrechen muss. Okay, sehr interessant. Jetzt haben wir vorhin das Thema Außenanlage gehabt, dass es gerade fertiggestellt wird, die Parkfläche wurde fertiggestellt. In Alschosa wird sehr viel diskutiert über die Parkplätze an der Bank. Wie sieht es da genau aus? Also die Diskussion habe ich auch miterlebt, aber es ist von daher kein Problem, weil wir haben ja im Endeffekt gleich viel Parkplätze, wie wir vorher hatten. Man muss sich auch vorstellen, man kann jetzt um das Gebäude auch drumherum fahren und auch auf der Seite zur Häberlis rüber gibt es Parkplätze am Gebäude entlang und hinter haben wir einen großen Parkplatz, den man jetzt noch nicht so sieht. Es wurde auch viel diskutiert über Tiefgarage. Warum hat die Bank keine Tiefgarage gemacht? Gibt es einen ganz einfachen Grund. Die Tiefgarage braucht eine Abfahrt und die Parkplätze, die jetzt auf dieser Abfahrt, die an der Längsseite Häberle entstanden sind, wären genau in der Stückzahl gleich viel wie in der Tiefgarage entstanden worden sind. Somit war es ein Kostenthema auch vom Bauablauf mit dem Spunter von der Baugrube. Mhm. Haben wir uns dann entschieden, es macht keinen Sinn und haben die Tiefgarage weglassen. Okay, vielen Dank. Dann sind wir jetzt schon im Gebäude. Frage zur Größe von dem Gebäude. Es wird doch sehr wuchtig, wenn man durchs Ort fährt. Und vielleicht kannst du ja auch was zu den Kosten sagen. Von der Größe ist so, dass wir ohne Keller geschützt jetzt rund 2200 Quadratmeter Nutzfläche haben und 11.500 Kubikmeter umbauter Raum. Von den Kosten liegen wir bei 12,5 Millionen inklusive PV und inklusive Ladesäule. Da sind wir auch recht glücklich drüber. Die 12,5 Millionen ist das Budget von 2018, 2019, das mit dem Aufsichtsrat damals abgestimmt wurde, ist und genehmigt wurde. Das können wir einhalten, auch in der jetzigen Zeit, was sicher ganz einfach war, aber da sind wir ganz stolz drauf, dass wir da keine Kostenüberschreitung haben. Ja, das ist eigentlich eine tolle Leistung, wenn man sonst sieht, wie viele Bauherren auch nachfinanzieren müssen, weil einfach die Kosten durch die Decke gegangen sind und manche ja sich auch mehr Häuser leisten können derzeit. Nächste Frage, wir haben drei Stockwerke mit dem EG. Wer schafft wo? Welche Abteilungen sind wo untergebracht in dem Haus? Also unten im EG, das haben die Kunden auch schon mitgekriegt, da ist Service und Beratung. Mhm. Das ganze Kundengeschäft findet hier statt. Die Berater kommen von den oberen Stockwerken auch hier runter für die Kundenberatung. Im ersten OG ist dann das Thema Vertrieb, wie man sagt, aber Firmenkundenberater, Vermögensanlageberater, dann aber auch Sachbearbeitung, Kreditgeschäft. Mhm. Und der Immobilienbereich, Baufinanzierung und auch Social Media Marketing ist da drin. Und im zweiten OG ist dann das Thema Organisation, EDV, Steuerung, Rechnungswesen, ein Teil von der Produktion, wenn es um Geldanlage geht. Und auch der Vorstandsbereich und den großen Mitarbeiterbereich mit Aufenthaltsbereichen. Okay.
Prima. Und dann haben wir eine Besonderheit hier im Gebäude, das ist die neue Schließfachanlage, die einige mehr Vorteile bringt gegenüber der alten. Was ist denn der große Unterschied? Der große Unterschied zur alten Schließfachanlage, die Kunden können die Schließfachanlage selber bedienen, ohne Mitarbeiter. Das heißt, sie können auf 24 Stunden, 7 Tage die Woche an die Schließfachanlage gehen. Mit einer Karte, mit einem PIN-Code geht man rein, gibt deine Karte und PIN entsprechend ein und dann geht ein Roboter runter in der Tresor und holt das einzelne Schließfach wieder hoch. Ah, super, das ist prima Sache. Ja, und jetzt möchten wir ja auch das Gebäude der Bevölkerung zeigen. Dafür gibt es einen Tag der offenen Tür am 30. April, am Sonntag. Was ist denn da so geboten? Also natürlich das Gebäude kann jeder anschauen und auf Herz und Nieren sozusagen prüfen. Natürlich Kulinarik bieten wir mit an rund ums Gebäude, sodass die Leute auch ein bisschen verweilen können. Mhm. Was uns besonders freut, ist, dass die Feuerwehr der Malenko in Einsatz bringt, gerade für die Kinder. Da können die ein bisschen durch Altschauser fahren oder auch die Drehleiter kommt, da man so einen Blick über Altschauser riskieren kann. Ja, ist eine tolle Sache. Ja, vielen Dank mal für die Zeit, die du dir genommen hast jetzt für heute Mittag, um dieses Interview zu führen. Vielen Dank an euch, die ihr hier aufmerksam zugehört habt. Und dann freue ich mich und wir uns auf euch am 30.04. Seid uns frei, wenn möglichst viel kommt und uns besucht und das Bankgebäude inspizieren dürft. Vielen Dank, schönen Abend noch.